Und damit willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Ja, diesmal nicht ganz so unvorbereitet, hoffe ich mal. Ach komm, lassen wir eben mal auf. Ich habe hier so ein bisschen was vorbereitet und das zeige ich euch jetzt erstmal. Ist jetzt noch nicht wirklich spektakulär oder irgendwas, aber immerhin mal eine Kleinigkeit. Ich weiß nicht, ob ihr die alten Folgen gesehen habt, wie das hier vorher aussah. Ich habe hier etwas terraformt, mir schon mal so ein paar kleinere Grundstücke vorbereitet. Die beiden sind hier noch lange nicht alle. Hier, das ist auch jetzt ein bisschen anders. Das hat diese, quasi die Brücke hier von meinem Zugsystem hier. Ich muss ja gleich die Musik ein bisschen leiser machen. Ist gerade doch ein bisschen laut. So. Dann ist hier meine Rinderfarm. Die habe ich vergrößert. Und dann halt hier. Was machen die da drin? Na gut, ich störe euch dann mal nicht weiter. Und der hier ist alleine. Die beiden Häuschen hier haben jetzt nicht wirklich irgendwie eine Funktion oder irgendwas, aber man kann sagen, das ist so ein Ticket-Shop sein oder was weiß ich, wenn hier da die Zugverbindung ist. Wir fahren zwar immer schwarz da lang, aber naja. So, wo ist denn jetzt der eine Weg, den ich gemacht habe? Von wegen hier vorbereitet. Ach, der geht ja ganz woanders lang. Scheiße. Oh ja, dann gehen wir auch woanders lang. Na, hier ist er doch, den ich meinte. Phew. Oh, der Sprung war zu weit. Ja, hier sind auch noch einige Grundstücke, die ich hier vorbereitet habe. Was ich da jetzt drauf genau baue, weiß ich gerade noch nicht. Das werde ich so spontan beim Rumbauen, werde ich das, denke ich mal, so mehr oder weniger entscheiden. So, diese machen wir jetzt nach und nach, bebauen wir erstmal. Und ich weiß zwar noch nicht wie, aber wir müssen ja irgendwie mal anfangen. Ich weiß noch nicht wo und wann, wo und was, aber wir fangen einfach mal irgendwo an. Gucken wir das nochmal ein bisschen von oben an. So, also man sieht, es ist. Die Grundstücke sind jetzt nicht ganz so wild gesetzt, wie ich das sonst immer mache. Einfach, sonst baue ich ja mal einfach planlos drauf los. Diesmal habe ich das alles ein bisschen strukturiert. Damit das alles, ach, weiß ich nicht, ein bisschen wirklich mehr wie so ein Dörfchen aussieht und nicht einfach nur, da steht ein Haus, da steht ein Haus. Nicht alles so ganz so durcheinander. Ne, so wie hier jetzt zum Beispiel, das ist, ich meine, das geht so noch einigermaßen, aber dann hier das und so, naja. So, sollen wir mit den kleinen Grundstücken mal anfangen? Die sind, glaube ich, am einfachsten. Oder vielleicht auch nicht, weil begrenzt. Mein kleinerer Platz heißt ja auch, dass man hier sehr enge Grenzen auch hat. So, ich habe da noch ein bisschen Zeug schon vorbereitet. Ich wollte auch ein bisschen mehr mit Steinziegeln auch machen. So. So, das machen wir mal hier alles hin. So, nur wie soll es denn aussehen? Es wird jetzt Nacht. Ich guck mal eben, ob ich die Helligkeit, wo ist das denn jetzt hier? Grafikeinstellung? Helligkeit hell. Dann müsstet ihr ja eigentlich noch gut sehen können. Gehe ich von aus. Ja, da solltet nicht hin. Genau hier. Ach, war da noch eine hin. So, nur wie machen wir das jetzt? Und vor allem, wie soll es aussehen? Ich krieg leider immer nur, wenn ich Häuser baue, so F-Form wie das hier hin. Oder wie das. Also, das soll nicht ganz so einfache Häuser, langweilige Häuser werden diesmal. Das soll schon ein bisschen. Ja, gut. Ich laber mal nicht so viel Scheiße und baue mal lieber rum. Ich habe jetzt gerade noch kein wirkliches Bild im Kopf. Überleg. Wir bauen einfach mal, würde ich sagen, ne? Glotz, 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 glotz. Glotz, 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 glotz. So. Also ich quasi mit dem Grundriss, sage ich mal, der bestimmt jetzt schon quasi jetzt. Ja, überwiegend schon die Form des Hauses, deswegen ist das eigentlich schon der schwierigste Schritt. Der Rest ist ja relativ pillepalle, sobald man, wenn man einigermaßen ein Bild im Kopf hat, wie das später aussehen soll. Gut, allzu viele Möglichkeiten haben wir jetzt auf dem begrenzten Platz nicht.
Was aber eigentlich gar nicht so schlimm ist. Ich glaube, den Zaun, der stört jetzt eigentlich ein bisschen. Reißen wir mal kurz wieder ab. Können wir später wieder hinsetzen. So, Häuselein, wie sollst du aussehen? Jetzt nicht einfach viereckig, das ist scheiße. Das ist langweilig, das kann jeder, würde ich mal so behaupten. Ja, wie machen wir das jetzt? Ich habe gerade keine überhaupt keinen Plan so wirklich. Ja, wieder super gebaut, wie man sieht. Alles total, ja, wie nennt man das nochmal? Ist ja egal, ihr wisst, was ich meine. Gehe ich von aus. Ja, das sieht schon mal scheiße aus. Gut, an den Seiten, das werde ich wohl einigermaßen gerade lassen müssen, weil das... Ach, war doch blöd, wenn ich hier so eine Zweierreihe mache. Dann habe ich später nur noch wenig Spielraum für Fenster und so einen Driss. Wobei drei genauso, aber da können wir wenigstens in der Mitte noch eins hin machen. Ich klatsche hier einfach mal eine Reihe drauf. Vielleicht fällt mir dann was ein. Ist gar nicht so einfach, wenn man nicht einfach so 0815 bauen will. Also so schäbige Häuschen wie irgendwie, weiß ich nicht, jeder 13-Jährige irgendwo hin klatscht. Das wollen wir hier ja nicht haben, das ist ja scheiße. So. Ja, cool, und im Moment ist es auch nicht wirklich geil eigentlich, aber... Ja, Leute, das ist jetzt gerade... Wenn man so ein bisschen kreativer sein will, ist das gar nicht so einfach. Nee, das... sieht dann doch irgendwie doof aus eigentlich. Problem ist, wenn ich das jetzt so klein baue, kriege ich da keine Fenster mehr rein. Was ist Kacke? Nee, dann reißen wir die Front nochmal komplett ab und denken uns was Neues aus. So, also es kann ja jetzt nicht so schwer sein, hier auf dem kleinen Feld da mal irgendwas Vernünftiges zu bauen, Leute. Echt nicht. So. Oder wir machen das anders. Wir machen doch eine relativ gerade Front. So viel Spielraum haben wir hier auch nicht. So, lassen wir da erstmal offen. Wir können ja mal ein bisschen auch mit den Stufen experimentieren. Natürlich keine Erde dabei, so schlau wie ihn. Nee, keine Erde bei. Super. Hab ich noch Pflasterstein? Ja, da brauchen wir jetzt sowieso nicht. Klatschen wir das mal davor. So. Hab ich jetzt Pflasterstein? Nee, Steinziegel. Also wenn ihr jetzt irgendwie hier Vorschläge habt, vor allem für kleinere Gebäude, also ich wollte jetzt keine Mega-Dinger bauen. Zwar schon, dass die einigermaßen cool aussehen, aber jetzt nicht so riesig sind. Weil, weiß ich nicht, da verliere ich irgendwo auch immer schnell die Lust dran zu bauen, wenn ich da irgend so ein Mega-Teil habe, wo ich Jahrzehnte dran rumbauen muss. Auch wenn man das dann fertig hat, dann relativ cool ist. Aber das ist im Let's Play natürlich auch nicht so einfach, das hinzukriegen, muss ich sagen. Ja, das sieht schon mal sehr scheiße aus eigentlich. Nee, 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 nee. So will ich das nicht haben.
Jedenfalls noch nicht auf der Etage. Machen wir noch eins höher. Da. Und ich baue mit dem falschen Stein. Da braucht man natürlich unsere Steinziegelchen. Na, da sind sie doch. Zack. Zack, zack. Jetzt haben wir schon mal ein grobes Grundgerüst, was mir so zwar noch nicht gefällt, aber das können wir ja noch alles schön bearbeiten. Vor allem die ganzen Details und Feinheiten und was weiß ich alles für ein Driss. Das reicht hier zwar eben ab, aber auch nur, um zu gucken. So. Wie wirkt das? Leider auch ein bisschen. Ja, jetzt hängen wir hier fest. Oder auch nicht. Ja, Kinder, das ist alles nicht so einfach. Ach, so ein Gefängnis haben wir ja eigentlich auch noch nicht. Gefängnis, Feuerwache und sowas, das könnte man alles noch hinpflanzen. Ich teste mal eben was, wie das aussieht. Hier noch hin und da noch. Ja, nur eben mal was am Testen. Naja, sieht scheiße aus. Wenn ich die Dinger nicht verbinden würden, das wäre besser. Leider verbinden die sich. Breiter will ich es auch nicht machen. Klatsche ich mal die Scheiben rein. Ja, das wäre nice, wenn das nicht so groß wäre. Natürlich jetzt ärgerlich. Jetzt ist meine Spitzhacke natürlich nicht mehr ausgerüstet. Nee, so rum sollte es nicht sein. Jetzt wollen die Dinger mich ärgern. Hier soll es so rum. Nee, kann man nicht wirklich bringen, oder? Obwohl, ich lasse es mal so einfach. Erstmal. So übel ist es eigentlich gar nicht. Mal sehen. Dann resten wir die Kacke auch nochmal ab. Dann machen wir das da so ähnlich, würde ich mal so sagen. Nur halt andersrum vielleicht. So. Hat auf jeden Fall was für sich. Lassen wir das einfach mal so. Das war nicht ganz so der Mega-Hit, wie ich mir das vorgestellt habe, aber man kann es doch irgendwie lassen. So, Scheibchen rein. Ja, das geht eigentlich so doch. Machen wir jetzt über der Eingangstür auch mal so ein. Ja, doch, kann man anbieten. Kann man anbieten. Ist doch gar nicht mal so unnice eigentlich. Das war, ist für die Gegebenheiten hier auf den Raum, kann man das doch so als Front lassen. Würde ich mal so behaupten. So ganz kackendreist. So, machen wir von innen mal die anderen Fenster. Tup. Das würde ich hier theoretisch ja genauso machen wie da hinten. Ich hoffe, ich habe draußen noch Platz, ja. Gut. Zack, zack. Liegen die genau gegenüber? Ja. So. Tut mir leid, dass ich gerade nicht so viel rede, weil ich muss echt übelst überlegen hier, wie ich das mache, dass es nicht ganz so beschissen aussieht. Ja, so wie das hier jetzt zum Beispiel. Ich meine, es ist ja cool, dass man die jetzt verschieden rumsetzen kann. Und manchmal treibt es einen in den Wahnsinn.
wenn die Dinger nicht so sitzen wollen, wie man es will. Bis auf Online-Servern habe ich häufig das Problem, dass die Dinger, dass sie sich manchmal echt, dass sie einfach nie so wollen, wie man das will. Nee, da sollst du nicht hin. Zack. So, das kann man nochmal lassen. Ich muss gerade überlegen, ob wir hier in der Mitte zwei Fenster oder ein Fenster. Ich glaube, ein Fenster reicht bei dem kleinen Raum auch. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Haben wir das einfach mal hier in der Mitte so ein Dreierfenster rein. Was wir dann theoretisch wieder genauso halten müssen wie bei den anderen Fenstern, damit das alles so gleichmäßig auch aussieht. Na? Das Schöne an Baufolgen ist, ich kann dabei nicht so einfach sterben. Hehehe. Oh. So. Da haben wir Lot auch fertig. Zumindest fast. Ja, zu den Rillen hier darunter kann man sich streiten eigentlich, aber vielleicht machen wir da noch irgendwas hin. Ich weiß es nicht. Ich weiß es noch nicht. Ich betrachte das mal eben aus der Ferne. Doch, das geht, geht, geht. Also wenn ihr Ideen habt für weitere kleinere Häuschen und was weiß ich. Ich habe ja noch ein paar Felder jetzt freigemacht, die sind größer als das hier und zur Not mache ich noch ein größeres oder was weiß ich, noch ein kleineres dazu. Also es sollen jetzt nicht so mega Dinger sein, wo man wirklich tagelang dran bauen muss. Sondern einfach Sachen, die man wirklich mal so jetzt so, ja, ihr wisst, was ich meine. Die halt schon irgendwie geil aussehen. Vor allem jetzt, wenn man mehrere solche Dinger nebeneinander stehen hat. Natürlich nicht immer das gleiche, aber das halt so zusammen schon ein schönes Bild ergibt. Na, jetzt verkacke ich hier wieder alles, sobald ich was erzähle. Könnte ja vielleicht, weiß ich nicht, ein Bild posten oder was weiß ich, einen Link geben. Jetzt, wenn ich auf so Online-Server unterwegs bin, sehe ich manchmal so coole Häuser, denke ich mir, boah, wieso kommst du nie auf sowas? So, ich mache jetzt erstmal das Einfachste quasi fertig. So, ein Schaufel habe ich auch dabei, ja. Schon fast im Arsch, aber noch tut sie ihren Dienst. Machen wir jetzt mal ein bisschen Fußboden hier rein. Wow. Ah ja, stimmt. Ich hätte ja so einen Lava-Butter unten gehabt. So. Das nehmen wir mal den Pflasterstein für. Das tut uns nicht weh, wenn wir den da jetzt verschwenden für. Davon haben wir ja genug gesammelt. Ach, scheiße. Jetzt ist das überall hier drunter, ne? Och, nö, liebe Leute. Natürlich jetzt ärgerlich, aber was soll's. So, macht wenigstens wieder einen Inventarplatz frei. Auch nice. So, dann mache ich mir einen Fußboden halt hier aus Birkenholz. Warum auch nicht? Ach, scheiße, wollte ich gar nicht. Na, kommst du mit? Ja, geht doch. Ach, kacke, jetzt muss ich voll aufpassen wegen der Kacklava. Dass mir das nicht alles abfackelt. Ah, so wie da zum Beispiel. Ja, da hat die Lava immer plopp gemacht und schon ist das abgefackelt. Ja, dann brauchen wir doch immer Pflasterstein. Stein, Stein, Pflasterstein. Hauen wir den Pflasterstein da rein. So. Da ist von der Seite erstmal Ruhe mit Lava. Das ist schon mal super. Ist es euch eigentlich schon mal passiert, dass es gibt ja auch Blitze in Minecraft. Die schlagen auch schon mal ein. Ist bei euch schon mal ein Blitz auf euer Holzdach oder irgendwo oder Holzhaus drauf eingeschlagen und euch abgefackelt? Also mir ist das jetzt noch nicht passiert, aber es ist ja nicht unmöglich.
meine, so viel Kram, den ich aus Holz hier gebaut habe, es ist ein Wunder, dass mir noch nichts abgebrannt ist. Ich sollte es besser nicht so laut sagen, gleich kommt bestimmt noch ein Gewitter. Na, wir werden es ja merken. Ich bin auch mal gespannt auf die neue Minecraft-Version, die bald rauskommen soll. Also, da hörten sich einige Updates schon sehr geil an, muss ich sagen. Vor allem endlich mal ein paar neue Mobs. Zwar, naja. Irgendwie so eine... Wieso brennt das? Hallo? Hallo? Das Lava doch weggemacht. Also die Lava. Ey, leck mich am Arsch. Wieso brennt da alles? Das ist doch was vor. Ey, Leute. Da muss ich nochmal runter. Hier ist doch keine Lava mehr. Die ist verdeckt. Mann, ihr seid alles... Mann. Das Spiel will gerade beim Let's Play sabotieren, so wie es aussieht. Gar nicht mal so witzig. Klatschen wir einfach ein bisschen Pflasterstein hier unten dran. Einfach mal aus Sicherheit. Ich weiß auch gar nicht, wo die Lava da jetzt noch durchkommen soll. Da ist doch alles bedeckt. Ich meine, da ist Obsidian. Da kommt doch gar nichts durch. Denke ich zumindest. Scheiße. Ich hoffe, das passiert jetzt nicht nochmal. Wäre gar nicht mal so lustig. Ach ja, was ihr noch nicht mal nie machen solltet, ist, ich habe mir so eine Mod runtergeladen, um diese Spawner zu bauen. Hab mal auch Spaß, einen Enderdrachen hier spawnen lassen. Zum Glück habe ich vorher einen Backup von der Welt gemacht, also es war nicht mehr viel übrig von den ganzen Häusern hier. Weil der kann ja überall durchfliegen und sobald er irgendwo durchfliegt, reißt er alles mit sich und das ist dann im Arsch. Also, Enderdrache, wo... Wenn dann spawnen, dann irgendwo ganz, 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 ganz weit weg, wo ihr euch nicht verfolgen kann. Beziehungsweise, ihr solltet dann schon sterben, damit ihr den abschütteln könnt, weil er ist relativ schnell und den wird man so schnell auch nicht los. So, jetzt vor lauter Gequassele weiß ich gar nicht mehr, wie ich weiterbauen soll. So, zumindest die grobe Kacke hier schon mal fertig. Aber das heißt ja nicht, dass wir so einfach weiter nach oben bauen müssen. Jetzt haben wir ja quasi mehr Spielraum. Auch wenn das jetzt vielleicht blöd aussieht, wenn das jetzt breiter wird. Vor allem, ich habe mal so Probleme zu bauen. Ich kriege immer nur so einigermaßen... Naja. Wieso hängt mein PC jetzt? Nö, geht doch. So, dann müssen wir uns mal ein Treppchen mal wieder irgendwo hinbauen. Hier mit. So. Ich mache eine Pause. Und wir sehen uns sofort wieder in der nächsten Folge. Bis dann, tschüss.